Здорово, ребята, herzlich willkommen bei dem Keck mit dem osteuropäischen Akzent. Freunde, heute geht es endlich mal wieder um Jokabra. Ich habe gehört, dass alle Einnahmen aus diesem Video von Joker an den Libanon gespendet werden. Heftige Aktion. Und ich habe mir gedacht, wenn er schon einen Song droppt unter Jokabra, dann wird es bestimmt extrem verrückt. Und Freunde, da lassen wir uns einfach nicht lumpen. Wir checken das Ding einfach ab. Und ich hoffe, das Teil geht jetzt schon durch die Decke, weil es eben für einen guten Zweck ist. Ja, bra, ja, okay, ja. Hey, wer ist arrogant, wenn ich sage, ich bin der Krasseste? Weil aber ich bin besoffen, ich kann anders sagen, ich bin besoffen, so. Ich hab übertrieben einfach. Ich bin der Krasseste. Okay, das fängt schon so leicht cringe an. Die Moves sind am Start, okay? Also, man muss sagen, die Bewegungen von Kapi sind auch immer besser geworden. Jamule! Doch ich glaub, sie will nicht ausziehen. Sie will sich ausziehen und dann auch ziehen. Okay, erinnert mich irgendwie an Deichkind und zwar an Remi Demi. Einer meiner absoluten Lieblingstracks von Deichkind. Neben dem Track so eine Musik, so Remi Demi und so eine Musik ist es so. Absolute Liebe, ich weiß nicht, ob ihr auch Deichkind hört, aber okay, das ist ja mal anders. Gegner schwarz, Fenster schwarz. Das Geile an der Sache ist, das ist jetzt so leicht cringe-mäßig angelehnt, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach dass ich jetzt schon Ohrwurm habe. So. Die Melodie ist so einfach. Dass ja, scheiße, Freunde, ich gehöre zum Mainstream. Ich, wenn ich fertig bin, dann gehe ich mich erstmal ritzen, Alter. Hast du noch Fleisch? Würde ich morgen aufhören zu rappen, hätte ich trotzdem noch Cash. Denn sie müssen bezahlen. Doch Para ist mir egal. Ich spiel nicht bei Barca, doch ich spiel wie Messi bei Universal. Oha, Alter! Okay, also die Dance Moves, die sitzen hier. Dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Freunde, wisst ihr, was ich so ein bisschen vermisse? Kapi hat das Ding einfach von Mittwoch auf Donnerstag gedroppt. Einfach so. Und das Ding hat jetzt zigtausend Aufrufe. Ich glaube, über 400.000 haben wir inzwischen. Ich vermisse so ein bisschen die Zeit, dass das regelmäßig gemacht wird einfach. Damals so, mitten in der Woche kam einfach ein krasser Track. Ja, alle haben irgendwie so released, wie sie gerade Bock hatten. Man hat nicht unbedingt darauf gewartet, dass man jetzt versucht irgendwie zu charten. Ja, dass dann von Donnerstag auf Freitag die Release-Nacht gewesen ist. Nein, man hat einfach in der Woche einfach einen Track gedroppt. Und das war so, wow, man wurde so überrascht. Ja, jetzt ist das so, von Donnerstag auf Freitag, weiß ich nicht, 12 Premieren und dann überlegt man schon, oh, manchmal wird die Premiere schon irgendwie um 15 Uhr geschaltet, irgendwie schon zig Stunden vorher, dann ich weiß nicht, ich finde, mir fehlt da so ein bisschen der Überraschungseffekt. Wisst ihr, was ich meine? Vermisst ihr die Zeit auch, Freunde? Dreieck, Bermuda, 5, Fupa, Pink, Butter. Wenn du Druck brauchst, taucht der Joker auf im Drogenrausch. Das ist halt so geil bei Kapi, ne? Der ist vielseitig. Ich weiß. Ja, ich mag den alten Kapi auch lieber. Im Moment ist auch so mein Lieblingstrack von ihm. Wieder RS6, Berlin lebt, so. Das sind so meine Sachen, wo ich sage, boah, das ist so. Der Oldschool Kapi oder Kreide. Kreide ist einfach Liebe. Aber trotzdem versteht er diese ganze Musikgeschichte so. Und ich meine,
wenn man jetzt einfach mal guckt, ich glaube, das Ding ist jetzt schon auf Platz 2. Also, Alter, Capi hat es einfach verstanden. Da muss man sich einfach verneigen und sagen, okay, ob es jetzt cringe ist oder nicht. Also, ich find den Sound einfach lustig, Alter. Ganz ehrlich, also, ich glaube, ich werde es mir gleich nochmal geben. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, Freunde. Echt. Also, ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich glaub, sie will nicht ausziehen. Sie will sich ausziehen und dann auch ziehen. Gib das Wort, besser schwarz. Merkt sie das? Oder hier geht's ab. Gib das Wort. Also, ganz ehrlich, man guckt sich dieses Video an, ja? Die Jungs performen da zu seinem Track und die haben einfach Spaß. Die haben einfach Spaß. Und ich glaube das auch. Ich glaube wirklich, die haben da richtig Bock drauf gehabt. Die haben da Spaß gehabt an dem Tag. Und man sieht es auch. Es ist nicht gestellt. Das ist so Good Life Feeling. So leichte Summer Vibes. Ich wette, das Ding wird jetzt schon in einigen Clubs gespielt. Rauf und runter. Mich würde auch interessieren, was die Altersklasse ist. So, von den Leuten, die diesen Track hier pumpen. Ob das eher so die kleinen Kinder sind oder auch Leute in meinem Alter, ihr wisst, frischer 19, so wie jedes Jahr. Fenster schwarz, Wodka-Tasch, da hier geht's ab. Diese Moves, Alter. Auf die Wohnung deiner Bitch und sie muss ausziehen. Oder sich ausziehen. Oder sie muss auch ziehen. Erinnert mich ein bisschen an diesem, was war das früher für ein Meme? Harlem Shake? Nicht, dass das jetzt irgendwas hervorruft. Also, ja, wo man erstmal nichts gemacht hat, dann hat der Beat angefangen und dann sind die Leute so ausgerastet. Das passt auch so vom Movement her. Alter, das ist so cringe, Mann. Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Doch ich glaube, sie will nicht ausziehen. Sie will sich ausziehen und dann auch ziehen. Gib das Wort, besser schwarz. Merkt sie das? Da hier geht's ab. Boah, krasse. Gib das Wort. Heftiger Anhänger, Alter. Ich hätte gerne noch mehr von Jamule gesehen. Ich bin mal gespannt, ob da demnächst mal ein Projekt zusammenkommt. Wäre auch relativ interessant. Ja. Das war's zum Glück schon wieder. Ah. Okay. Der Bra will einfach nicht aufhören, Freunde, ich sehe schon. Alter. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kategorie Cringe oder Feierbar? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde es mir gleich nochmal drücken mit ordentlich Bass und gucken, ob ich dazu die ein oder andere Fortnite-Bewegung hinkriege. Ihr wisst ja, locker flockig aus der Hüfte. Ja, ich drücke auf jeden Fall Kapi weiterhin die Daumen. Er rasiert sowieso alles ab, also hat er gar nicht nötig. Aber ich finde es cool, dass er dieses Projekt gestartet hat. Ich werde es auch noch ein paar Mal drücken und ich hoffe, ihr habt alle den Spendelink bzw. den Spendenaufruf von PA gesehen. Richtig, richtig coole Aktion. Ich freue mich auch drauf. Und ja, ich hoffe, wir können gemeinsam was Gutes tun. Freunde, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr Bock habt, besucht mich gerne samstags auf Twitch unter dem Namen Kaschma. Falls ihr Bock habt, ein bisschen
persönlich zu quatschen, ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen zocken, ein bisschen dies, das. Du weißt, vielleicht habt ihr Bock und kommt vorbei. Also jeden Samstag ab 20 Uhr. Ich küsse eure Augen. Da weit ihr nachholen.